Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und wir schauen uns mal an den Bereich der Materialwirtschaft und ich zeige Ihnen mal, wie man so etwas aufziehen kann und dann nur ganz wenige, aber entscheidende Dinge sich einprägt und das ganze Gebiet strukturell beherrscht. Materialwirtschaft, was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist die Materialplanung. Ja, so fängt auch die Personalwirtschaft an. Erster Schritt, Personalplanung. Materialwirtschaft, Materialplanung. Materialplanung bezieht sich auf den Bedarf. Ja, deswegen kann man auch sagen, Materialbedarfsplanung. So, wenn ich mir das merke, Materialwirtschaft ist Materialbedarfsplanung, kann ich mir den Rest aus der Logik herleiten, denn ich frage mich jetzt, was habe ich am Ende dieses Schritts? Am Ende dieses Schritts habe ich eine Liste, auf der mein Materialbedarf steht, eine Excel-Tabelle, was immer. Was ist das nächste? Natürlich die Materialbeschaffung. Und was habe ich am Ende der Materialbeschaffung? Ich habe das Material. Und was muss ich dann machen? Ich muss das Material lagern. Materiallagerung. Was habe ich am Ende der Materiallagerung? Ich habe das Material auf dem Lager gelagert. Was muss ich jetzt tun? Ich muss das Material auf dem Lager dahin bringen, wo es gebraucht wird. Das heißt, ich habe das Thema Materialtransport. Und was habe ich dann am Ende in der Fertigung? Ich habe Material, das übrig geblieben ist. Das heißt, ich habe Materialentsorgung. Das ist die wesentliche Struktur des Gebietes Materialwirtschaft und Sie brauchen nur diesen Ansatz. Materialwirtschaft gleich Materialbedarfsplanung. Was habe ich am Ende der Bedarfsplanung? Ich habe eine Liste mit dem Materialbedarf. Was muss ich als nächstes tun? Material beschaffen. Was muss ich dann tun? Ich muss es lagern. Was muss ich dann tun? Es transportieren dahin, wo es gebraucht wird. Und was muss ich am Ende tun, wenn es gebraucht wurde? Ich muss es entsorgen. Das war's. So einfach ist das. Und wenn Sie das interessiert, wie man leichter und schneller lernen kann, dann besuchen Sie mich mal in meinem Shop spaßlerndenk-shop.de. Viele Lernhilfen für Sie, leichteres und schnelleres Lernen. Alles Gute, mein Name ist Marius Ebert.